Die protestantische Minderheit in der Türkei hat hohe Erwartungen an den Besuch von Papst Franziskus vom 28. bis 30. November. Wir rechnen damit, dass sich durch die Reise die Beziehungen nicht nur zwischen Christen und Muslimen weiter verbessern, sondern auch der Christen untereinander, sagte der Präsident des Baptistenbundes Ertan Cevik aus Izmir der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. 95% der 75 Millionen Einwohner sind Muslime. Die Zahl der Christen liegt bei 120.000. Die meisten sind orthodox, etwa 15.000 sind römisch-katholisch, rund 4.000 evangelisch. Cevik geht davon aus, dass die türkischen Medien breit über den Papstbesuch berichten. In den Berichten wird hoffentlich deutlich werden, dass wir Christen als religiöse Minderheit zur Türkei gehören, hofft er. Die Wochen vor Weihnachten sind Spendenzeit. Etwa jeder dritte Deutsche gibt Geld für gemeinnützige Organisationen und Kirchen. Ein wichtiges Kriterium für die Geber ist, wie transparent die Hilfswerke ihre Arbeit im Internet darstellen. Im Auftrag von Spiegel Online hat das Institut Fineo aus Berlin 50 Organisationen untersucht. Das Ergebnis? Die größte Transparenz haben danach mit gleichen Bewertungen die Deutsche Welthungerhilfe und das christlich-humanitäre Hilfswerk World Vision Deutschland. Weitere christliche Werke sind auf den vorderen Plätzen zu finden. Die Kindernothilfe belegt Rang 6. Den 10. Platz teilen sich 5 Organisationen, darunter die Christoffel-Blinden-Mission und das katholische Hilfswerk Miserior. Christen sollen ihre Sicherheitszone verlassen und in ihrer Stadt oder einem Verein aktiv werden. Dieser Ansicht ist der Gastdozent am Bibelseminar Bonn, Markus Wagner. Wie Sport dazu dient, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, sehen Sie in einem Kommentar von Markus Wagner. Sport ist ein absolut faszinierender Platz, ein Punkt, wo Menschen sind. Sie sind dort, sie machen ihren Sport, sie fühlen sich auch wohl. Und ich denke, das ist, wo der Sport auch sehr hilfreich sein kann, dass man hineinkommt und dort auch Beziehungen aufbaut und mit ihnen dann über den Glauben zu reden. Der Sport hat Strukturen, wo Menschen, wo man lernt, wo man was aufbaut, wo Mentoring und Coaching auch passiert. Und ganz wichtig ist, dass in diesem Zusammenhang ist das Mentoring und das Coaching und diese Jüngerschaft eigentlich viel einfacher als in anderen Konzepten, weil es schon dort ist. Ich denke einfach, Sport hat so viele Möglichkeiten und das Evangelium ist gebraucht und das ist, wo die Menschen sind.